ihr Leseratten, wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen krächzig klinge. Meine Erkältung ist noch nicht ganz vorbei, aber trotzdem bin ich heute mitmachen bei der Lesenacht XXL von Ankast Geblubber. Und ja, ich bin bereit, Bücher sind schon mal da, die ich gleich ein bisschen näher eingehen werde. Taschentücher liegen bereit und Handys und Twitter ist auch da, also es kann losgehen. Trinken wir vielleicht noch, aber das kann man gleich noch besorgen. Es ist jetzt 20:21 Uhr laut Hahn. Der geht ein bisschen vor. und um 21 Uhr beginnt es dann. Aber ich dachte mir, ich stelle euch vorher mal die Bücher vor, die ich mir rausgesucht habe, damit das nachher nicht ganz lange dauert. Genau. Als erstes hätte ich da Ausgesetzt von James Nichols. Ja, da steht ganz groß drauf, Psychothriller. Ich habe noch nicht mehr 100 Seiten zu lesen und ich vermisse den Psychothriller in diesem Buch. Spannung gleich null. Was soll man machen? Der Schreibstil ist ganz gut. Also von daher, mal gucken. Ist ja bald vorbei. So, danach, oder schon angefangen vielmehr, habe ich von Nora Roberts Träume wie Gold. bin ich auch gespannt drauf. Habe ich gerade mal 64 Seiten gelesen bisher. Mal gucken, ob ich es heute noch schaffe, weiterzulesen oder erst morgen. Denn wer es noch nicht weiß, die Lesenacht beginnt ja heute bis 2 Uhr nachts. Und die ganze Woche wird durchgelesen. Nicht komplett, ich muss ja auch irgendwie mal arbeiten und so, aber ne? So nachmittags dann und dann nochmal eine Lesenacht am Samstag. Also sollte man einiges schaffen. Und ich werde es auf ein Stückchenweise festhalten, nur eben als ein komplettes Video. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, gut. Kameramann ist auch wieder dabei, ich hoffe, er wackelt nicht so sehr. Ja. Und dann sehen wir uns in einer halben Stunde wieder, wenn die erste Aufgabe kommt. Bis dann. So, die erste Aufgabe steht, es ist nämlich jetzt 21:07 Uhr. Egal, kostet auch 21 Uhr. Und die erste Aufgabe steht darin, zu zeigen, mit welchem Buch man startet. Das hatte ich ja schon gezeigt, nicht? Also Ausgesetzt von James W. Nichol. Diesmal auch das W richtig, aber egal. Ja, ich bin jetzt auf Seite 350, beziehungsweise ich starte auf 350 und ich denke mal, dass ich es auch diese Nacht noch zu Ende lesen werde. Und das dann... Ja, okay, dann grinst nicht so. Das irritiert schon wieder. Okay, dann bis zur nächsten Aufgabe einer Stunde. Freudiges Lesen! Bevor ich zur zweiten Aufgabe komme, ich habe jetzt erstmal Kaffee in meiner neuen Mini-Maus-Tasse. Ach, die sieht man ja von da auch. Mensch, ist ja ein Ding. Ich hätte von zwei Seiten den Kopf. Ha! Ja, sie ist neu, ne? Ja, Kaffee zum nicht mehr einschlafen, obwohl ich vorher eine Tasse Kakao bekommen hatte, was ganz schlau ist. Was machst du denn da gerade schon wieder? Ich glaube, ich will das nicht wissen. Sehr gut. Kann ich jetzt, ja? So, jetzt zur zweiten Aufgabe. Die Frage lautet, ob sich das Buch für eine Verfilmung eignen würde. Nein, ich möchte dazu keinen Film sehen. Es sei denn, man möchte gerne im Kino oder vom Fernseher oder was auch immer einschlafen. Definitiv nicht. Gut, dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. Prost! Die nächste Aufgabe, ein bisschen verspätet, weil es technische Probleme gab, irgendwie, lautet, was man denkt, wie viele Seiten man im Rahmen der heutigen Lesenacht lesen wird. Wie viele Seiten? Habe ich es gesagt? Egal. Bisschen spät. Also ich habe jetzt in der Zeit ein bisschen über, was machst du denn da schon wieder? Einfach nicht lassen. Okay. Wo war ich jetzt? Wie viele Seiten man in der heutigen Lesenacht lesen wird? Also, man denkt, nein, was man denkt, wie viele Seiten man lesen wird? Mein Gott, ey. Also, ich habe jetzt etwas über 50 Seiten gelesen. Die Lesenacht geht bis 2 Uhr. Das heißt, es sind jetzt noch 3 Stunden. Kann ich richtig rechnen? Ja, ich glaube schon 3 Stunden. Ja, klar. 20 Seiten pro Stunde schaffe ich ungefähr. Wären dann... Mathe ist nicht meine Stärke, nicht um diese Uhrzeit. 60. Kann ja gar nicht sein. Ist auch 60. 20 die Stunde. Ja,
In 3 Stunden? Ja, aber ich habe ja schon 5 Seiten gelesen. Also 110. Also ich werde dieses Buch definitiv beenden. Und dann noch ein bisschen daran lesen. 110? 120? 120? 110? 100? 100! Ich sag ja, ich kann. Also 100 Seiten habe ich auf jeden Fall. Punkt. Bleiben wir dabei. Dann ist gut. Um ein Auge zu. Okay. Ich muss weiterlesen. Bis später. So. Es ist 0 Uhr. Mal kurz nach 0 Uhr. Und die letzte Aufgabe habe ich irgendwie völlig missverstanden. Es ging nicht darum, wie viel ich in der Lesenacht schaffe, sondern wie viel insgesamt geschafft wird. Oder alternativ im ganzen Event. Keine Ahnung. Ich halte mich da jetzt raus. Die Aufgabe ist sowieso gelaufen. Egal. So. Nächste Aufgabe ist, kannst du das mal vorlesen? Ich habe schon vergessen. 0 Uhr bitte. Und die Aufgabe vorlesen. Ja, die Aufgabe. Die 0 Uhr Aufgabe. Ja. Welches Buch hat dich zuletzt so beschäftigt, berührt, dass du sogar davon geträumt hast? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich überhaupt jemals von einem Buch geträumt habe. Und wenn, dann weiß ich es nicht mehr. Also ich muss passen bei der Aufgabe. Dafür habe ich aber das Buch ausgelesen. Aha. Und lese jetzt bei dem Buch weiter. Träume wie Gott. Und zwar auf Seite 65. Okay, jetzt bin ich 2 Seiten weiter, aber Seite 65 geht es für mich mit dem Buch hier los. Wer lese das? Mein Auge zuckt schon wieder. Ich kriege Krise. Ja, und wir sehen uns dann wieder in einer Stunde. Jo, kann ich nochmal die Frage vorlesen? Ich kann mir das aber nicht merken. Ist schon zu spät. Sei spontan. Gibt die Hauptfigur eine Farbe, Ton oder Geschmack? Wow. Ja, in dem Buch gibt es mehrere Hauptpersonen. Ich nehme einfach mal jetzt die Dora. Und ihr würde ich tatsächlich die Farbe des Buches geben, also so braun-golden, weil sie einen Antiquitätenladen hat und da ja auch alles ein bisschen älter ist. Und ja, Gold auch viel vorkommt. Passt das, glaube ich, ganz gut. Ja. Was schmatzt du denn da jetzt? Aber ja. Ja, die letzte Stunde hat angebrochen, ist angebrochen, noch bis 2 Uhr geht's. Die letzte Aufgabe steht dann an und weil ich nicht, wie ich dann geschafft habe zu lesen. Jetzt geht's? Okay. Mann, ich muss irgendwann reinkommen. So, es ist kurz nach 2 Uhr Nacht, das heißt, es ist die letzte Aufgabe dran und diese lautet? Ja, die lautet, die 6. Aufgabe. Wie lautet dein Fazit zur heutigen Lesenacht? Und was sind deine Erwartungen für die kommenden Tage? So. Mein Fazit war, ich habe ein langweiliges Buch beendet. Ein Buch weniger auf dem Sub sozusagen. Es war wieder sehr, sehr lustig wie immer. Und ja, technische Probleme gab es halt massenweise heute. Aber zum Glück nicht bei mir. Ja, ansonsten bin ich ganz zufrieden. Ich habe 130 Seiten geschafft. Und mal gucken, was die nächsten Tage so bringen. Ja. Was dann da als zweites? Was sind deine Erwartungen für die nächsten Tage? Boah, ich habe da keine Erwartungen. Ich lasse einfach auf mich zukommen, mal gucken, was so passiert. Okay, wir sehen uns dann morgen wieder. Gute Nacht. Guten Morgen, es ist 10.18 Uhr. Ich bin schon seit ein paar Stündchen wach, aber auf der Couch röchelte es noch. Also ging das Drehen noch nicht so ganz. Ja, ich habe gestern Abend noch 10 Seiten gelesen und heute auch schon, frag mich jetzt gerade nicht, naja, so fast 20 Seiten, 30 Seiten, fast 30 Seiten, 25 Seiten oder so. Ja, bis jetzt bin ich endlich ziemlich begeistert von dem Buch, also besser als von ausgesetzt jedenfalls. Mal gucken, was heutiges Tag so bringt. Kaffee. So, die ersten 100 Seiten sind schon mal geschafft von Träume wie Gold. Ja, es ist gerade an einer sehr spannenden Stelle, also werde ich gleich weiterlesen müssen. Wir haben jetzt 15.32 Uhr laut Hahn. Das ist immer ein bisschen weniger, ne?
Und es gibt ja jeden Tag erst eine Aufgabe bzw. eine Frage von Autoren gestellt über Ankers Geblubber. Ist auch schön. Ja, und die darfst du jetzt gleich mal vorlesen. Ach, ich darf wieder. Ihr alle liebt Bücher. Habt ihr schon einmal daran gedacht, selbst ein Buch zu schreiben? Und falls ja, was für eines? Ja, wie die meisten von euch wissen, habe ich nicht nur daran gedacht, ich habe es sogar gemacht. Ja, mein kleines Büchlein im Rappen-Pergamon-Museum, ein kleiner Mini-Krimi in Berlin spielend. Ja, also Frage damit beantwortet, ich habe nicht nur daran gedacht, sondern gemacht. Genau. So, nachdem ich jetzt nicht mehr ganz so vollgestopft bin mit irgendwelchen Fressalien, kann ich jetzt auch ganz bequem weiterlesen und ab und zu vielleicht ein bisschen einschlafen oder so. Ich bin gerade ein bisschen müde. Ja, mal gucken. Also die Hälfte des Buches ist fast erreicht. Ich brauche nur noch nicht mehr 70 Seiten, 50 Seiten ungefähr. Und dann habe ich die Hälfte erreicht. Das schaffe ich halt bestimmt, oder? Was sagst du? Schaffe ich das? Oh ja. Ja. Ja, denke schon. Okay, wir hören uns dann später nochmal. ja, das letzte Update für den Sonntag. Ich habe die Hälfte geschafft, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich bin bis Seite 325 gekommen. Ja, und habe insgesamt heute bis jetzt 190 Seiten gelesen. 199, war wieder zu schnell, oder? Werde vielleicht noch mich fertig machen fürs Bettchen. Ich meine, ich sitze zwar im Bett, aber ihr wisst, was ich meine. ja, und dann noch ein bisschen weiterlesen. Und insgesamt gestern und heute waren es bisher 339 Seiten. Ich kann schon nicht mehr reden. Ja, es ist 9:30 Uhr. Morgen müssen wir um 4 Uhr aufstehen. Ja, und deswegen muss man auch zeitig schlafen gehen. Obwohl es am Ende schon Ende viel zu spät ist, oder? Okay, gute Nacht. Ja, heute ist Montag. Es ist jetzt, ich sehe immer nicht, Viertel nach, als 15:15 Uhr ungefähr. Und ich habe heute schon ein bisschen gelesen, immer mal wieder ein bisschen zwischendurch. Und das auch gar nicht mehr so wenig eigentlich. Ich glaube, ich habe schon, also ich habe gestern Abend noch ein bisschen gelesen, aber nicht so viel. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Müsst ihr auf den Zettel gucken. Und habe heute noch ein bisschen gelesen. Ein bisschen viel. Ist aber nicht gefilmt. Alles, wie gesagt, immer nur zwischendurch mal war. Bin jetzt auf Seite 400 von Träume wie Gold. Und bin immer noch sehr begeistert. Ich habe also nur noch ein bisschen über 100 Seiten. 120, 125 Seiten. Ja, genau, 125 Seiten. Und ja, mal sehen, nicht, wie ich das jetzt auslesen werde. Ob ich es heute noch schaffe, das wäre natürlich Optimum. Oder ob ich das morgen auslesen werde. Ja, wie ihr merkt, ich habe noch kein Kameramännchen hier. Ich weiß ja auch nicht, wieso. Endlich im Fuß und Schluss, aber. Jetzt habe ich gewackelt. Ich weiß nicht. Er hat sich noch nicht gemeldet. Normalerweise wäre er jetzt auch schon längst hier. Ja, keine Ahnung. Er muss sich eben selbst filmen. Ist ja auch nicht das Problem, nicht? Produziere ich jetzt keine Outtakes. Okay, ich werde mich dann später nochmal, wenn ich wieder ein bisschen gelesen habe oder wenn es was zu berichten gibt. Die Aufgabe mache ich auch nachher erst. Es sind diesmal zwei Fragen. Ja, die mache ich dann im nächsten Update. Ich wollte erstmal nur kurz mitteilen, dass ich jetzt wieder mehr lese. Beziehungsweise ich muss gleich in den Briefkasten tippen, aber danach geht's dann los. Okay, bis später. Ja, Hallöchen. Es ist mittlerweile irgendwas nach 19 Uhr. Viel gelesen habe ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe jetzt noch 44 Seiten gelesen. Ich habe ja allgemein schon heute über 100 Seiten gelesen. Bis jetzt sind es 114 Seiten. Und ich dachte mir, ich mache jetzt mal die Aufgaben, die wir dran sind. Heute sind es gleich zwei Fragen, wie ich schon mal gesagt habe. Und die liest das Kameramännchen jetzt mal vor. Wie steht es mit Personenbeschreibungen? Habt ihr sie lieben? Ausführlich, daher Wie? detaillierte Angaben zum Aussehen, Typenbeschreibung, oder möchtet ihr das Aussehen der Hauptperson lieber eurer Fantasie überlassen? Nein, das Zweitens. weiß ich noch nicht, ich muss ja Ach beantworten. so.
Naja, dann, naja, dann, Also, auch ich mag schwierig. sehr gerne detaillierte Personenbeschreibungen, denn ich möchte mir die Charaktere lieber so vorstellen, wie der Autor sie erschaffen hat, wie er sich die vorstellt. Klingt das jetzt einleuchtend? Klingt gerade über, oder? Okay, also, der Autor hat eine bestimmte Vorstellung und ich möchte diese Vorstellung gerne auch in meinem Kopf haben. Wie beschreibt Deine man das Fantasie denn? reicht dazu, ja? Na, wenn es hier beschrieben ist, ja. Dann müsste das ja funktionieren, denke ich mal. Ja, wer weiß. Mal mit einem Ja, Auto in ungefähr Verbindung halt. setzen, ne? Bei was? Mal mit einem Auto in Verbindung setzen, was der sich dabei Sehr gedacht hat. witzig. So, zweite Frage. Nach welchem Kriterium entscheidet ihr bei unbekannten Autoren bzw. Autorinnen, bei denen ihr noch nie etwas gelesen habt, ob ein Buch es in euren Sub schafft? Klappentext, Empfehlung, Werbung? Ich bin eine ganz klare Coverkäuferin, aber das Buch muss natürlich auf einem. Moment mal, nach Kaffee gehe ich mal, wenn ich die Bücher hole, ja? Ich auch. Wenn ein Cover schön aussieht, dann ist es schon mal sehr vorrangig. Aber es muss natürlich auch nach meinem Genre, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, entsprechen. Ah, oh, ist schon wieder. Weil wenn es jetzt irgendwie so ein Zeug ist, was ich nicht lese, dann, ne, kann es vergessen. Aber meistens, wenn es ein super geniales Cover hat, kann es schon passieren, dass ich es kaufe, ohne den Inhalt oder Klappentext zu kennen. Und wenn dann das nur irgendjemand lobt oder weiterempfiehlt, dann ist ganz vorbei. Dann landet es auf der Wunschliste. Auch wenn das Band 3 von 77 ist. Nee, dann landet erstmal der erste Band auf der Wunschliste. Obwohl, ich habe auch das eine Buch letztes gekauft, das war auch Band. Keine Ahnung. Verdammt, ja, es passiert halt mal. Ja. Bei Reihen ist das immer so eine Sache, wenn es hier draufsteht, obwohl da sonst drin ist, ist ja auch egal. Eigentlich ganz einfach. Schickes Buch, Autor bekannt und Nee, Thriller am besten. unbekannt. Es ging um unbekannte Autoren. Naja, aber bei dir halt, ne? Ja, aber es ging ja gerade um unbekannte Ja, Autoren. in dem Fall Ich habe unbekannt, das okay. Buch war auch. Hier, Moment, bestes Beispiel. Du komm noch mal her. Mir völlig unbekannter Autor, Cover schick mitgenommen. Ein Angebot gewesen. Für 3,99 oder was. Dicker Schinken. Ja, und es ist Band. Also vom zweiten Zyklus Band 4, glaube ich. Ja. Mann, jetzt geh doch mal auf hier. Ja, und davor sind noch mal 8 Bände. Also. Ja. So Das ist das war's. halt. Das war's. Gut. Bis später noch mal. Genau. Und tschüss. Okay. Letztes Update für heute. Wir haben jetzt ungefähr 3:45. Ja, genau. Und. Au! Das war nicht gut. Ja, ich habe jetzt insgesamt heute bisher 145 Seiten gelesen in diesem lustigen kleinen Büchlein. Ich werde mich das Bett fertig machen und dann noch ein bisschen weiterlesen. Noch mehr Bett fertig. Ja, Du Schlafsack bist doch schon den halben anziehen, Tag im Zähne Bett. putzen. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ist er, was der Hemd hat nicht da. Egal. Furchtbar. Und da ich nur noch 50 Seiten übrig habe, denke ich mal, also nein, ich weiß es, dass ich das Buch morgen auf jeden Fall auslesen werde. Ja, und ich freue mich aufs nächste Buch. Ja, gut. War sonst noch War es was? das? Ich glaube, das war's. Tatsächlich, ja. Also, gute Nacht, bis morgen. Gute Nacht. Ich habe gestern vergessen, erstmal hallo. Ich habe gestern vergessen zu sagen, wie viele Seiten ich insgesamt gelesen habe. Was tut denn da? Dich filmen. Ja, klar. Und da ich aber gestern Abend nochmal 4 Seiten gelesen habe, was war das denn? Kann ich jetzt die kompletten Seiten sagen, die ich gestern gelesen habe? Das waren 149, nein, doch 149 Seiten. Und bis gestern waren es insgesamt 488 Seiten. Genau, die Seiten habe ich vergessen. Egal. Oh. So, und heute Morgen, ihr wisst ja, viel aufstehen und so, ne, kann man viel schon lesen, habe ich Träume wie Gold ausgelesen. Ich fand es sehr gut. Ich habe diesem Büchlein 4 Bücherwürmchen gegeben. Kann ich empfehlen, aber lest es zur Weihnachtszeit, weil es spielt zur Weihnachtszeit. Naja, und leider habe ich angefangen mit Du stirbst zuerst von Dan Wells. Und da habe ich bisher eine Fliege zermatscht. Ich habe Das war gezwitschert. da wohl die erste, ne? Du stirbst zuerst. Ja. Scheiße.
wollte ich nicht. Ja, Es ist der Freund. da habe ich schon 92 Seiten gelesen. Also bisher habe ich, muss mich mal ruhig rechnen, Überspringen wir es einfach. 138 Seiten gelesen. Und ich meine, wir haben jetzt 16:22 Uhr. Da kann noch ein bisschen was zukommen, würde ich sagen. Tote Fliegen. Okay. Die Aufgabe habe ich noch nicht mal durchgelesen heute. Da muss ich dann nachher nachgucken, was denn die Aufgabe heute ist. Und dann werde ich sie euch nachher wieder beantworten. Okay. Ich werde es lesen und erstmal die Fliege aus meinem Buch entfernen. So. Es ist jetzt kurz nach 8 und ich bin jetzt auf Seite. Also ich habe 188 Seiten von dem Buch gelesen. Au! Ja, und jetzt geht es erstmal um die lustigen Aufgaben, die das Kameramännchen wieder vorlesen wird. Die ersten beiden Fragen gehören übrigens zusammen. Und sonst immer einzeln vorlesen, damit ich dann beantworten Oh, kann. Du schön, dass erinnerst ihr dich. schon dafür geklärt war, oder? Ja, gut, Ah, ne? oh Mann. Alles vorbereitet. Na, dann schauen wir mal. Gab es für euch diesen einen Moment, in dem ihr euch für einen Block entschieden habt? Oh, die Brille sitzt nicht richtig, ich kann ja nicht richtig sehen hier. Natürlich. Die nächste Frage auch noch dazu. Ja, und haben sich eure Wünsche und Nein! Träume. Nein! Oh! Da war noch was dazwischen. Oh, am besten ich fange nochmal an. Ja. Also, gab es für euch diesen einen Moment, in dem ihr euch für einen Block entschieden habt? Und was war der Auslöser? So, also genau weiß ich es nicht mehr. Ist ja jetzt auch schon 6 Jahre her. Auf jeden Fall, als ich hier eingezogen bin, habe ich mich irgendwie, warum auch immer, bei irgendwelchen Bücherforen angemeldet und gleichzeitig gemerkt, dass einige einen Blog haben und ich hatte vorher auch schon einen Blog, aber nicht darüber und das war alles blöd und Mist und ich wollte irgendein Thema haben und Bücher war so das Thema, was da so meins hat man so verstanden, weil ich so leise, bestimmt, es war einfach meins. So. Aber so einen richtigen Auslösepunkt oder so, weiß ich nicht mehr. Schule? Schule? Blöcke? Nein? Chaos? Nein? Hast du keinen Block gehabt? Nein? Leider. Und haben sich eure Wünsche und Vorstellungen, die daran geknüpft sind, waren erfüllt? Das klang gerade komisch, aber Klingt egal. bescheuert, wa? Du hast es so komisch mal gelesen. Habe ich das? Ja, wie klang das komisch? Ich weiß auch nicht. Aber ich kann ja auch nicht vorlesen. Von daher ist es schon okay. Soll ich nochmal vorlesen? Nein, ist schon okay. Nicht sicher? Also, ja. Kann ich jetzt? Weißt du noch, worum es geht? Ja, ob sich die Wünsche, Vorstellungen erfüllt haben. Ja und? Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Vorstellungen und Wünsche gehabt habe. Ich habe es eigentlich nur gemacht, damit ich mir eine Rezension irgendwo hinpapsen kann. Warum auch immer. Ich weiß es alles nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ja. Und den Austausch mit anderen Leuten, die auch gerne lesen. Das ist dann. Es war sehr rar, aber bei solchen Aktionen wie jetzt zum Beispiel mit dieser lustigen Lesenacht oder Lesenacht, diese Woche, wie auch immer, ist natürlich wieder sehr. Das macht Spaß. Ja, Hallo? und jetzt die letzte Frage noch, ne? Ja. Alle gespannt, ne? Was Hoffentlich. wird es wohl Ich sein? kenne das schon wahrscheinlich die meisten. Welche ist die positivste Erfahrung, die ihr mit eurem Blog verbindet? Verdammt, das habe ich ja gerade schon beantwortet. Diese ganzen Aktionen und der Austausch und dass man andere Leute kennenlernt, die auch gerne lesen, weil in meinem Umfeld ja nicht wirklich viele lesen, also meine Eltern vielleicht, okay. Aber Kameramännchen liest nicht und ja, sonst gibt es halt nicht wirklich lesende Menschen um mich herum. Wenn, dann sind sie zu Hause. Naja, die wirst du auf der Straße kaum treffen. Darum geht es doch gerade gar nicht. Außerdem sind lesende Menschen nicht nur zu Hause. Das ist ein typisches Klischee, oder? Aber überwiegend, oder? Nein. Nicht. Guck in die S-Bahn, guck die Leute an, die lesen fast alle. Weil sie Langeweile haben. Die Zeit überbrücken wollen. Guck dir die Bücher an, die die Leute lesen, die unterwegs sind. Normale Bücher. Naja, So. meinen eher den Zustand der Bücher, nicht das, was sie lesen. Den Zustand der Bücher Ja. gibt es auch unterschiedlich. Oh ja. Es gibt immer unterschiedliche Leute. Die gibt es überall. In jeder Situation. Du brauchst gar nicht so lachen und zu wackeln. Zeig mir dein Buch und ich sag dir, wer du bist, oder? Nein. Jetzt wird es philosophisch. Ja, okay. Bevor das jetzt hier noch mehr Unfug wird,
Brechen wir an der Stelle ab und melde ich mich später nochmal, wenn ich den Endstand des Tages verkünde. Jetzt muss ich da erstmal auf diese Fragen nochmal schriftlich antworten. Das ja. Na denn. Breaking down. So. Morgen. Falsch. Ich schlaf schon, ich bin hundemüde. Es ist zwar erst 21 Uhr, aber ich bin fertig mit der Welt. 4 Uhr aufstehen ist einfach nicht gut. Ich habe auch gerade mal eine Stunde lang gelesen, um zu gucken, wie viel schaffe ich in einer Stunde. Und das waren 54 Seiten, wo ich normalerweise... Was? Erzählt mir ein Vogel. Normalerweise schaffe ich 20, aber das Buch lässt sich super leicht lesen. Ja. Aber es ist immer noch nicht wirklich spannend. Es ist immer noch sehr verwirrend. Also... Die Jean-Cleaver-Bücher von Ihnen gefallen mir auf jeden Fall besser. Ja, aber nun zu den Zahlen des Tages. Ich habe 46 Seiten in dem Buch gelesen, 204 in dem Buch, was war das denn jetzt? Und es waren insgesamt 250 Seiten. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt gleich fertig mache, fürs Bettchen noch... Flugelch. Flugelch. Noch ein paar Seiten lesen, aber nicht mehr allzu viel, denke ich. Ich bin nämlich echt müde. So, und insgesamt habe ich bisher in den ganzen letzten Tagen gelesen 738 Seiten. Das ist doch schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Und ich habe sogar schon meinen Soll für den Monat erreicht mit über 2000 Seiten lesen. Jawohl. Ja, kann man ja mal erwähnen, zwischendurch. So, ne? Denke ich. Glaube ich. Schätze ich. Ja. Ja? Okay. Gut, dann... Gute Nacht. Warum sage ich nicht mehr gute Nacht? Mir geht sowieso der Rekord. Erst guten Morgen, dann wieder gute Nacht. Ja, vor allem ist es sowieso schwachsinnig, weil es ja sowieso alles ineinander geht. Egal. Einfach bis später. Auch das nicht, weil es ja auch ineinander weggucken. Na gut, dann bis gleich. Bis zum nächsten Update. Genau. Morgen. Wie auch immer. Ja. Und weg. Guten Morgen. Obwohl, es ist schon 13.12 Uhr. Aber ich bin so müde, Leute. Ich bin so müde heute. Der Tag ist einfach mal nicht meins. Dann hatte ich heute auch diesen lustigen Termin. Die wollen mich einfach nur Hindernis laufen lassen, glaube ich. Egal. Ich habe auch schon wieder ein bisschen gelesen. Du stirbst zuerst. Ja, ich bin jetzt auf Seite, also ich habe jetzt insgesamt in dem Buch 298 Seiten gelesen. Das heißt heute, lass mich mal kurz gucken. Ich habe gestern nochmal 20 Seiten geschafft, kurz vorm Einschlafen sozusagen. Und heute sind es dann schon etwas über 40 Seiten. Ich werde heute auch weiterlesen, aber ich weiß nicht, ob ich das Buch heute schaffe, weil ich bin echt müde. Also, keine Ahnung. Dieses 4 Uhr Aufstehen, das schlaucht so dermaßen, das ist nicht mehr normal. Naja, nächste Woche ist ja vorbei. Dann kann man ja ausschlafen. Ja, okay. Also, ich werde jetzt noch ein bisschen lesen und mich dann nachher wieder melden. Und schauen wir mal, ob ich das Buch heute schaffe oder nicht schaffe. Die Aufgabe heute ist auch ziemlich einfach. Ich habe sie jetzt gerade vergessen und das will ich jetzt sofort beantworten. Ich weiß sie wieder. Kann ich gleich machen. Ob man lieber Bücher in der Vergangenheitsform oder in Präsens lesen mag. Also mir ist eigentlich relativ egal. Allerdings habe ich festgestellt, dieses Buch ist im Präsens geschrieben. Und ich habe festgestellt, dass ich beim Lesen es irgendwie immer in die Vergangenheitsform setze. Keine Ahnung. Ich sagte immer, also ich lese immer, sagte sowieso, ging sowieso. Aber da steht da, sagt und geht. Aber ja, es ist wahrscheinlich in Vergangenheitsform für mich besser. Ja. Aber im Prinzip ist es mir egal. Ich komme mit beiden klar. Okay. Ja, dann sehen wir uns später nochmal beim nächsten Update. So, das zweite und vielleicht letzte Update für heute. Es ist jetzt 21.27 Uhr. Und wir werden gleich schlafen gehen, hoffe ich jedenfalls. Es ist nicht mein Tag heute. Müde, Kopfschmerzen.
Das heißt, ich habe auch nicht allzu viel gelesen. Ich habe das Buch also nicht geschafft. Ich habe erst noch circa 100 Seiten vor mir und heute gelesen 123 Seiten. Das ist eine wunderbare Zahl, oder 1, 2, 3. Wunderbar, kann man sich merken. Und insgesamt sind es bis jetzt 881 Seiten. Ich nähere mich den 1000. Wenn ich die 1000 schaffen? Was meinst du? Bisher nachher geht es auch bei mir gegessen, oder? Egal. Doch, du meinst die Zuschauer. Nein, ich dachte eigentlich gerade nicht. Ach so. Gut. Ich werde gleich noch ein bisschen lesen, wenn ich mich fertig gemacht habe und schon ein bisschen liege, aber viel wird es bestimmt nicht mehr werden. Ich hoffe, morgen wird es besser. Was ist denn jetzt los? Alles wird gut. Ja, ist Ja. klar. Du wirst das Buch schon irgendwann schaffen. Ja. Die durfte heute mit. Aber ich habe sie nicht gebraucht. Also ich habe das Buch nicht gebraucht für mich. Die Tasche schon. Aha. Okay. Okay. Ich wollte sie nur mal in die Kamera halten. Ne, Tasche. Karin? Ja, Tasche. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, heute habe ich. Nein, gestern habe ich noch. Oh Gott. Frosche essen. Nein. Krähe. Manu! Das ist Krähe und kein Frosch. So wie du kriegst. So, ich habe gestern. Nein, anders, langsam. Sammeln. Frosche? Wo jetzt? Ich habe gestern noch 19 Seiten gelesen in Du stirbst zuerst. Und insgesamt so mit 900 Seiten. Und heute Morgen habe ich das Buch schon ausgelesen. Ja, ich hatte ja noch 80 Seiten, 79 Seiten oder so. 80? 80 Seiten, doch. Und übrig gehabt. Ja, ist es ausgelesen. Und es war die meiste Zeit sehr verwirrend. Ich glaube, es war auch Sinn der Sache, dass es sehr verwirrend ist, weil es erst ganz am Schluss aufgelöst wird und das ist schon sehr übel. Das ist nicht unbedingt lustig oder sowas, was da passiert. Aber ich habe diesem Büchlein trotzdem nur drei Bücher für mich bekommen. Be gegeben, meine ich natürlich. Nicht bekommen. Ja, weil die John Cleave. John Cleaver? John Cleaver? Er hieß doch Cleaver, oder? Ich glaube ja. Was ist denn? Die Bücher haben mir einfach besser gefallen. So. Mein Gott. Und dann habe ich heute angefangen mit Richard Bachman, Todesmarsch, auch was er bekannt als Stephen King. Ich habe den Text nicht durchgelesen, ich habe ihn einfach reinfallen lassen. Wusste also nicht, worum es geht, und Todesmarsch ist hier Programm. Jugendliche im Alter von 16 Jahren, also junge Typen, Jungs halt, sammeln sich an einem Punkt, werden von einem Major dahin beordert und haben sich da angemeldet und so weiter, um den sogenannten Todesmarsch zu bestreiten. Das heißt, die laufen einfach los, bekommen noch ein bisschen Proviant, aber nur ein bisschen, so Astronautenfutter oder so, und müssen dann laufen. Die ganze Zeit laufen. Sind sie zu langsam oder bleiben sie stehen, bekommen sie eine Verwarnung. Drei Verwarnungen dürfen sie bekommen, bei der vierten werden sie erschossen. Gnadenlos. Und zum Schluss gewinnt nur einer. Mal sehen. Der Major. Na, der ist mal ab und zu mal da. Also. Ja, aber ist ja interessant. Es passiert nicht allzu viel. Aber man fragt sich natürlich immer wieder, wer ist das nächste dran? Wie viele bleiben übrig bis zum Ziel? Ja, also schon sehr aufregend. Ich bin gespannt. Liest die auch übrigens sehr, sehr schnell. Also ich habe inzwischen schon 92 Seiten gelesen von den Büchern. Es hat auch nur 300 bisschen. Mal gucken, wie weit ich heute noch damit komme. Die Aufgabe beantworte ich später und ein andere auch wieder später und wir sehen uns. Später. Später. So, das letzte Update für heute. Am besten erstmal die Aufgabe. 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 Oh. Ist nicht viel und nicht lang. Was habe ich dir jetzt gemacht? Ich wollte dich gerade anrufen. Mach ja nichts, oder? Bestsellerregal. Wühltisch. Rezension, Empfehlung. Literarische, Mainstream oder Underground. Von was lasst ihr euch verleiten? Wie wählt ihr eure Bücher aus?
Also erstmal, Bestsellerlisten gucke ich mir gar nicht an. Interessiert mich absolut null. Ob es nun Mainstream oder absolut Underground ist, ist mir auch völlig egal. Warum twitterst du jetzt? Rezensionen sind natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich. Da wächst die Wunschliste. Und Mängelexemplare als Fische. Mängel. Mängelfische mit Ware, ja? Das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich, vor allem unsere Buchhandlung hier um die Ecke. Ne? Die Bushaltestellenbuchhandlung, die ja fast nur Mängelexemplare hat. Ja. Das guckst du ja ganz so komisch. Ja, aber eigentlich, wenn es mich gefällt, ich kann nicht mehr reden. Wenn es mir gefällt, dann ist es eben so. Ja, dann kaufe ich es halt, ne? Oder auf die Wunschliste. Ja. Ja. In der Wunschliste. Also da ist ein Mängelexemplar zu stellen, ist es sehr gefährlich. Ja. Und wenn man dann auch das Kameramännchen dabei hat, ist es noch gefährlicher. Ne? So, nun mal zu den Zahlen für heute. Ich habe heute wieder ein bisschen mehr gelesen als gestern, finde ich ja schon mal schön. Ich habe wie gesagt 80 Seiten aus Du stirbst zuerst gelesen. Und insgesamt 126 Seiten aus dem Buch. Meine Schnipsel. Macht zusammen 206 Seiten und Kompipletti bisher sind es 1106. Also ich habe die Tausender-Marke geknackt. Ja. Ja. Okay. Und jetzt geht's schlafen. 1106, ja. 1106. Und 7 Cent. Nein. Gibt keine Kommastelle, oder? Nein, es gibt keine Kommastelle. Verdammt. Nein. Jetzt kurz nach 9. Wir sind hundemüde und wir gehen jetzt schlafen. Morgen ist Freitag! Yay! Und dann kommt Wochenende. Oh. Nicht mehr um 4 aufstehen. Okay, Schluss. Aber trotzdem, wer wartet verpennen? Was werden wir verpennen? Morgen. Wieso denn? Der Hahn muss direkt neu, muss neue. Ja, ja, aber danach ist nicht viel Wochenende, weil. Egal. Wir sind auch nicht frischer wie heute Morgen. Ins Wochenende. Keine Ahnung. Ja. Genug gut. Quatsch. Das wird das Video ewig. Nein. Bis morgen. Ja, und tschüss. Hallo, wundert euch nicht, dass ich jetzt noch feuchte Haare habe. Ich komme aus der Dusche und ich muss mich gerade ein bisschen sputen, weil sonst macht er dahinter wieder Quatsch. Und ja, es ist gerade etwas schwierig. So, ich habe für heute schon 100 Seiten gelesen. Das heißt schon eigentlich erst, weil ich lese schon eine ganze Weile. Wie spät ist denn das überhaupt? Ja. 18.47 Uhr. Ja, oder auch 50 laut Hahn. Ja. Also wie gesagt, ich habe 100 Seiten schon gelesen. Es wird immer bunter an meiner Seite. Das ist schon mal nicht schlecht für so ein kleines Büchlein. ja, es ist sehr interessant, dieses Buch. Es ist auf jeden Fall sehr für die Charaktere auf die Psyche und auf den Körper gehend. Ich würde es nicht machen wollen. ich habe jetzt noch ca. 90 Seiten übrig, vielleicht ein bisschen weniger. Ich glaube eher ein bisschen weniger. Ob ich es heute noch schaffe, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich glaube eher nicht. Boah, es ist Freitag. Es ist Wochenende. Freitag! Sei mal nicht so weich. Ja, ne? Wie viel brauche ich da lange? Schöner Deutsch. Ja. Bis 23 Uhr ist das weg. Na klar. Ja. Weniger quatschend, mehr lesen. Aber es könnte sogar hinkommen. 20 Seiten in einer Stunde, 5 Stunden sind es. Könnte ja. Ich weiß. Okay, Wette gilt. 23 Uhr. Aber es ist 19 Uhr, also. Egal, mal gucken. 23 Uhr steht jetzt. So, die Aufgabe habe ich noch nicht mehr durchgelesen heute. Das muss ich nachher mal gucken. Dann gibt es also noch ein Update. Mindestens 1, 2, 3, 100. Das guckst du ja nicht mehr so komisch. Ja, ich lese jetzt weiter in Todesmarsch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Bis nachher. Bis später. Ja. Seht ihr das? Seht ihr das? Es ist nicht 23 Uhr und dieses Buch ist tatsächlich beendet. Ja. Ich sage jetzt auch noch nicht zu dem Buch. Da sage ich gleich eher was zu, weil die Aufgabe dazu gehört. Dieses Kameramännchen mal vorliest. Wenn es ja gucken kann. Welcher Satz im Buch hat dich heute am meisten beeindruckt, berührt,
mitgenommen, zum Lachen gebracht. Auch wenn jetzt hier irgendwelche Markierungen sind, ist kein Satz davon, der mich wirklich beeindruckt hat oder sonst irgendwie, weil das nur die üblichen Sachen sind, die ich immer markiere. Es gibt in diesem Buch keinen speziellen Satz, weil das ganze Buch einfach mal so, uff, ist. Das kann man nicht so schnell beschreiben, du schläfst gerade ein. Weil, nee, einen speziellen Satz gibt es hier gar nicht. Und das Buch ist einfach nur Wahnsinn. Autsch. Mehr dazu in meiner Rezension. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Ich bin einfach nur ein bisschen. Okay. Jetzt muss ich irgendwie Statistik noch machen, was? Oh, wo ist denn mein Zimmer? Wo ist denn mein Handy? Zick. Du machst Geräusche. Ich rechne mal eben aus, kleiner Augenblick. Können ja was werden. Wieso denn? Also ich habe heute 190 Seiten gelesen. Das macht insgesamt 1296. Naja. Schauen wir mal. Morgen ist noch ein Tag. Ich werde noch ein Buch anfangen, aber nicht mehr heute, weil das Kameramännchen schläft schon ein. Ja, das heißt, das war's für heute und bis morgen. Es ist bald dunkel. Nein, Ja, nein. es ist schon nach 17 Uhr, fast 17:30 Uhr. Und ich habe heute Morgen mit diesem Buch angefangen. Sina Berwald Hypnose. Und habe jetzt 115 Seiten gelesen, also die ersten zwei Kapitel. Wow. Sehr mysteriös, sehr spannend. Ich will gar nicht aufhören weiterzulesen. Das ist richtig, oder? Ja, auf jeden Fall bis jetzt. Sehr faszinierend. Wie kann man es noch beschreiben? Es geht wieder übrigens um Schizophrenie ein bisschen. Wahnvorstellungen wie bei Dan Wells, du stirbst zuerst, was ich ein bisschen sehr komisch finde. Zwei Bücher in einem Monat zu lesen, die ungefähr so ein Thema haben. Aber hier ist ja anders und hier ist es wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht. Da passieren Sachen, die gar nicht passieren dürften und wow. Ich kann dazu nicht viel sagen. Gut, naja, das kommt schon mir komisch. Autor hat doch richtig Fantasie, ne? Autorin, bitte. Autorin, oh, Entschuldigung. Das muss sein. Ja, also. Die Sina. Und das ist ja auf der einen Thriller-Reihe. Den zweiten habe ich mir vorhin schon die Wunschliste gepackt, also. Ja, ich bin gespannt. Ja, Reihe Familiengeschichten, ne? Familiengeschichten, natürlich. Nicht? Keine warmen Begebenheiten, nein. Nicht zu Hause passiert. Nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es heute überhaupt irgendwelche Aufgaben gibt oder sowas. Ich bin schon wieder rum, beachte den gar nicht. Also, ja, ich werde mich einfach nachher nochmal melden, wenn er nicht so viel Quatsch macht, aber das macht er wahrscheinlich sowieso. Er dreht ein bisschen durch. Ja, okay, dann lese ich jetzt weiter. Ich bin neugierig, so lange. Bis später. So, es ist jetzt 21 Uhr, beziehungsweise kurz nach 21 Uhr und der Abschluss der Lesenacht hat nun begonnen. Und ja, es gibt so ein paar kleine Fragen, die Anka jetzt wieder formuliert hat, die ich auch gerne per Video beantworten möchte. Aha. Warum grinst du so? Na, weil du was vorlesen darfst. Ich einfach vorlesen? Ja. Oh Aber schön Frage für Frage, dann würde ich hier natürlich dann Mann. Oh. Wie habt ihr die Lesenacht XXL empfunden? War großartig, war eine tolle Idee. Mal was anderes, so ein, naja, kein richtiger Lesemarathon, immer nur so ein bisschen, weil sonst habe ich ja, bei einem Lesemarathon habe ich ja noch mehr gelesen. Und das war jetzt nur so, immer wieder ein bisschen und trotzdem aufschreiben. So fand ich gut. Tolle Idee. Habt ihr tatsächlich mehr gelesen als sonst? Doch, ja, denke schon. Also ich habe über 100 Seiten gelesen. Mein Schnitt liegt ja meistens so bei 100 Seiten am Tag. Und das war jetzt definitiv mehr als 100 Seiten am Tag. Wie hat euch die Frage des Tages verbunden mit unserem täglichen Autorenbesuch gefallen? Das war richtig großartig. Ich fand die Fragen auch immer sehr, ja, interessant. Man muss darüber nachdenken, teilweise etwas länger nachdenken. Und ja, das war mal eine super Sache.
Was war gut? Was war schlecht? Was war gut, was war schlecht? Das ist eine schwierige Frage. Also gut war der Austausch auf jeden Fall auf Twitter und so weiter. Und schlecht? Bei dir vom Essen, weil zu viel war. Wahrscheinlich, nein. Das schlecht fand ich eigentlich gar nichts, nee. Nicht? Fand ich rundum gut. War eine tolle Sache. Welche Anregungen und Wünsche habt ihr vielleicht für zukünftige Lesenächte? Alles so lassen Zwei wir das Wochen hier. XXL? Ja, 2 Wochen XXL. Ein Monat XXL lesen. Nein, keine Ahnung. Nee. Also, diese Nächte sind sowieso immer großartig. Vor allem bei dir, Anke. Also, kann man nichts verbessern, glaube ich. Das ist schon die besten Lesenächte, die ich bisher mitgemacht habe. Also. Daumen hoch für Anker, ja. Absolut. Was ist? Ja, Ah, okay. das Ich weiß war's ja dann nicht. Ich wohl habe mir die irgendwie, jetzt ne? nicht so. Ja, mehr Gut. sehe ich nicht. Ich bin jetzt auf Seite. Also, ich habe jetzt 500. 500, sehr natürlich. Jetzt So viele Seiten, übertreibst das du. wollte ich mal. Nein, 157 Seiten gelesen. Und ich werde jetzt auch nur noch lesen und nichts anderes mehr machen. Also, mal gucken, wie viel ich noch schaffen werde. Genau. Und allen anderen wünsche ich mal viel Spaß mit The Last of Us. Ein anderer meint das nicht selbst, ist ja, ne? Wenn ihr das sehen könntet, ey. Riesenbeamer und. Ah ja. Naja. Okay, bis Ja. später. Und tschüss. Wahnsinn, wie schnell so eine Stunde vergehen kann. Ja. Das nächste Update ist fertig, würde ich mal sagen. Die Fragen bitte diesmal am Stück. Oh. Seid ihr während der Lesenacht XXL über spannende Buchtipps gestolpert? Könnt ihr eure Wunschlisten füllen? Habt ihr vielleicht sogar direkt zugeschlagen und euch ein Buch, das eine Leselächterin gelesen hat, gekauft? Also da ich die meiste Zeit jetzt wirklich mit Lesen verbracht habe, werde ich die nächste Woche dafür nutzen, hoffe ich, dass es in einer Woche zu schaffen ist, mir die Updates von den anderen anzuschauen, Blogpost, Twitter und so weiter. Bei Twitter lese ich zwar ab und zu mal mit, also eigentlich die ganze Zeit mit, aber ich merke mir da jetzt nicht irgendwie alles oder so. Ich gucke mir das alles später in Ruhe an, dachte ich mir, was ist denn jetzt wieder? Mal gucken, ob ein oder anderer dabei ist, ob das auf die Wunschliste wandert. Also zuschlagen gleich auf jeden Fall. Nein, nein. Sub und so, ne? Was lachst du denn da wieder? Macht doch nicht das ein oder andere Buch, ne? Nein. 10, 20 mehr oder weniger. Nein. Ich will jetzt eisern sein, Punkt. Was denn? Letzte Monate waren schlimm. So, inzwischen bin ich auch auf Seite 181 und. Oh, wie kann ein einzelnes Buch so verwirrend sein? Mal so, dann doch wieder so. Es ist der Hammer. Echt, also. Ich muss weiterlesen. Bis später. Hallo. Es ist inzwischen nach 1 und ich bin einfach mal extrem müde. Ich habe noch bis Seite 240 gelesen. Am liebsten würde ich auch immer noch weiterlesen, aber mir fällt nicht langsam. Mir brennen die Augen. Mir fallen sie nicht zu, aber mir brennen die Augen. Und ich mache mich jetzt Bett fertig, ich werde dann noch ein bisschen lesen, um mir die Augen zu verkaufen, kann ich wenigstens schlafen. Ach so, insgesamt. Sekunde. Fuß, da kriege ich ja meinen Block und meinen Stift, bitte. Ausgerechnet im letzten Update geht natürlich der Akku leer. Tolles Timing. Ja, jetzt noch zu den Zahlen, die habe ich inzwischen mal ausgerechnet. Wie gesagt, heute 240 Seiten und insgesamt sind es dann 1536 Seiten. Kann man sich das schon mal sehen lassen, oder? Also, ich finde es ganz gut. Nicht so viel beim Lesemarathon, aber wie gesagt, ich habe ja auch nicht den ganzen Tag in der Woche gelesen. Ja. Okay. Ich muss mal den Hubschrauber erst nicht so, das ist ein bisschen laut, oder? Okay, das war's dann von mir. Das war's von der Lesenacht XXL. Und ich freue mich schon zur nächsten Lesenacht, die da bestimmt irgendwann mal ansteht. Und mal gucken. Jetzt gehe ich schlafen. Hallo, ihr Leseratten. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen krächzig klinge. Meine Erkältung ist noch nicht ganz vorbei. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Aber es geht heute los. Der erste. Nein, machen wir nochmal neu.
völlig kaputt. Meine Augen schon sehr klein, keine Ahnung. Ich bin ziemlich müde. Und man hat es auch schon geröchelt. Nicht wahr, Kameramännchen? Ja, gut. Letzte Aufgabe für heute. Was machst du denn da? Ja, nochmal. Schon 3 Punkte vor dem Auge. Guck mal hier. Oh, ich. 5 Zuschauer, oh Mann. Kaffee. Das ist nicht lustig. So, die ersten 100 Seiten. F mich nicht nach. Damit. Unfair. Guck mich nicht an. Sagen, es ist blöd sonst. Jetzt bin ich gerade etwas irritiert. Manu. Bin ich sehr geworden? Bis hin schaut es schon aus wie Feibel. Hab ich Segelohren? Ehrliche Meinungen bitte. Willst du nichts sagen? Muss schon was sagen oder irgendein Zeichen geben. Was soll ich denn machen? Du musst irgendein Zeichen machen, echt. Darauf gedrückt? Ich meine. Vorne. Nicht hinten. Und hinten auch schon, oder was? Ich war ja noch gar nicht so weit. So. Siehst du? Ich habe total den Frosch im Hals. Dann filmst du schon wieder. Und du musst doch was sagen. Ich gucke schon die ganze Zeit auf dein Gesicht, aber nee, da kommt ja keine Reaktion. Das machst du mit Absicht, stimmt's? Hallo. Ich wundere, meine Haare sind noch ein bisschen feucht, weil ich gerade aus der Dusche komme. Können wir Was jetzt heißt anfangen, ja? das? Was habe ich gemacht? Doch. So, jetzt. Mann, oh mein Gott. Oh. Kann ich jetzt? Ja, das hält schon so seit 35 Sekunden. Hallo. Outtakes. Das will keiner. Nein. Nein. Hallo, ihr lieben Liebenden. Denn. YouTube-Verrückte. Darf ich jetzt bitte anfangen? Bücher-Wahnsinnige. Bitte. Katastrophale Einsiedler. Kann ich jetzt bitte? Und vor Mutti geliebte Zuschauer. Ja, Patty, will anfangen, aber die traut sich nicht. Wieso nicht? Hast. Nein. Wie immer. So. Also nochmal. Hallo. Kuckuck. Ich seh dich nicht, du siehst mich nicht. Nochmal, nochmal. Ja. Vor mir Sicht. Nein. Mach mal. Nein. Mach doch mal. Nein. Los, einmal. Ich möchte jetzt gerne das Update drehen. Mach mal. Halt mal Buch nochmal vor der Nase. Wo ist das Baby? Da ist es ja. Oh, ist schon wieder ein Spielchen. Kann ich es bitte anfangen, ohne dass du irgendwelchen Quatsch laberst? Bitte. Das geht nicht, du guckst du mir so komisch. Das ist kein Keks fressen. Ist ja nicht so einfach, den aufzukriegen mit der Hand. Reichen. Lecker, lecker. Komm, hier. Komm. Ja, hau mit auf. Komm, das wird was. Ja, und. Ja. Das ich. Oh. Hallo. Kann ich es bitte? Bitte.
Ja. Es ist jetzt kurz nach 21 Uhr und das, wie hat es genannt? Das Abklingen, das. Verdammt, ich muss am Anfang. Schon wieder fertig? Oh Mann.